Herzlich willkommen wieder mal zum Andis Garten. Schon lange nichts mehr von mir gehört, gelle. Heute zeige ich euch mal meine Aussaaten 2021, die ich jetzt im März so langsam beginne. Ja, und hier sind sie alle aufgelistet. Da habe ich einmal den Kopfsalat Attracchie, dann roter Pflücksalat, Eissalat, Kohlrabi, wunderschöne Mittagsgoldblumen und das kleine Päckchen, das ist auch Kohlrabi. Hier könnt ihr jetzt erst einmal sehen, von welcher Firma ich das Saatgut beziehe. Ich bin von Kiepenkerl ein bisschen jetzt weggekommen. Ich habe sehr gute Fahren mit Dürrsamen gemacht. Und von daher ist das jetzt das zweite Jahr, wo ich dort bestelle. Funktioniert immer einwandfrei. Hier habe ich jetzt Bio-Aussaaterde mir bestellt. Durch die Pandemie kann man ja nichts abholen, beziehungsweise in den Markt einfach so reingehen. Und die habe ich mir bestellt. Kommt mir ein bisschen euch faserig vor, das Ganze, aber gut, wenn es aufgeht und es funktioniert, soll mir recht sein. Jetzt habe ich immer mir so Eisschalen aufgehoben und da mache ich meine Voranzucht rein, bevor ich sie dann in Quickpots umsetze. Habe ich mich jetzt mal entschlossen, das so zu machen. Ist eigentlich für die Erstanzucht gar nicht mal so verkehrt. Meine kleine Tochter hat mir geholfen. Und jetzt seht ihr gleich die Samen. Hier könnt ihr es sehen. Sie sehen aus wie Rasensamen, aber das ist Salat. Und das streue ich einfach nur so da drauf. Das leicht mit Erde bedecken und das angießen. Natürlich ist Beschrifte nicht vergessen, dass man weiß, welche Sorte Salat ist es. Und ich schreibe halt immer noch dazu, wann ich es ausgesät habe, dass ich mal ein bisschen mitbekomme, okay, wie lang brauche es zum Auflaufen, bis ich dann pikieren kann. Dann schreibe ich mir auch dann beim Pikieren noch das Datum vom Pikieren mit dazu, dass ich da immer ein bisschen ja, einen Vergleich habe, wie lang braucht es ungefähr. Würde ich an eurer Stelle so machen, da hat man einen besseren Überblick. Normalerweise macht man auch Anfang März dann die ersten Tomatensamen in die Erde. Ich will aber dieses Jahr echt warten bis Ende März, weil sonst werden sie mir hier daheim einfach zu groß bis Mitte, Ende Mai. Und wir haben halt auch gemerkt, bei uns wird nicht so viel Tomaten gegessen. Und von daher mache ich nur zwei, drei Pflanzen dann raus. Das ist mir lieber und es muss nicht so viel weggeschmissen werden. Ist eh schon traurig, wenn man was wegschmeißen muss, aber das habe ich mir jetzt so gesagt. So, als nächstes kommt dann der Salanova-Salat dran. Das zeige ich euch jetzt alles mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Weil es ist eigentlich ganz simpel, die Eispöttchen vorbereite, Anzuchtserde rein, Salatsamen drüber streue, beschrifte und fertig. So, als nächstes kommt mein Lieblingssalat, Salat Attracchie. Den kann ich nur wieder empfehlen, egal von welchem Hersteller. Das ist einfach ein wunderschöner Kopfsalat. Ich bin überhaupt nicht so der Fan von Eissalate. Die sind mir einfach zu knackig und der Kopfsalat Attracchie hat einfach Geschmack, ist schön dick in den Blättern und ist mein Favorit von den ganzen Salaten. Ja, auch hier sehen wir jetzt wieder mal, wie ich es einstreue und das Ganze machen wir jetzt wieder mal im Schnelldurchlauf, weil ihr wisst ja, wie es jetzt funktioniert. So, und jetzt geht's weiter mit Kohlrabe und Mittagsgold.
Da habe ich mir jetzt einen kleinen Spieß zurechtgeschnitten, den ich als Begrenzung mit reinlege. Und auf die eine Seite kommt dann einmal der Kohlrabi und auf der anderen Seite dann das Mittagsgold rein. Ne? Einmal Mittagsgold und einmal Kohlrabi. Paar Tage vorher habe ich dann mal wieder seit langem im Garten rumgewühlt. Ich habe den Garten über den kompletten Winter, so wie ihr ihn hier seht, einfach brach liegen lassen. Ich hatte keine Gründüngung ausgesät und hack jetzt erstmal alles durch, damit das ganze Unkraut rauskommt. Da hinten die Maispflanze, die ihr noch seht, kommen noch raus. Und dann sehen wir uns am Komposter wieder. Dadurch, dass ich ja Kompostwirtschaft betreibe, müssen sie natürlich auch ausgeleert werden. Also das heißt, ich tue alle 2 Jahre Kompost auf mein Beet. Hier seht ihr jetzt, der ist vielleicht noch nicht ganz so verrottet. Die dicke Äste und Stöcke und was nicht so verrottet ist, habe ich natürlich alles erstmal zur Seite gelegt und habe nur das feine Zeug aufs Beet verteilt. Also man meint gar nicht, wie sich das so fest zusammen komprimiert in dem Komposter. Das ist ja so ein Haufen Zeug gewesen. Und jetzt habe ich erstmal mit der Gabel oben das ganze grobe Zeug zur Seite gelegt und habe auch nur das Feine verteilt. Und wie ihr seht, da ist schon schön Erde dabei. Also hier, wo der Pfeil ist, da kann man schon gute mitarbeiten. Und ich bin der Meinung, ich habe eine richtig gute Kompostwirtschaft. Und klar, anderen machen es vielleicht auch besser, aber ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ein großer Garten-YouTuber, der Florian Rigotti, hat mal so einen Thermokomposter getestet. Könnt ihr bei ihm mal vorbeischauen. Video verlinke ich vielleicht euch oben in die Ecke. Der ist ja gnadenlos durchgefallen. Ich weiß nicht warum. Also ich habe auch mit schweren Sachen da drin überhaupt gar keine Probleme. Die waren immer gut gefüllt. Das Einzige, was ich nachteilig bei den Dingern finde, sie leiern halt irgendwann mal aus und irgendwann muss es ersetzen. Ne? Und deshalb will ich auch irgendwann mal Drahtgittergestelle haben. So, nachdem der Komposter jetzt leer ist, kratze ich nochmal vorne die Kante ein bisschen sauber, dass er sich schön verschließen lässt.
das an Unmengen Zeug, was damit sich so versetzt. Mal mit der Hacke ein bisschen reingeschert. Und dann habe ich auch das grobe Material, was ich zuerst rausgemacht habe, gleich unten wieder rein. Und dann kann das weiter vergären oder zu Kompost werden. Das ist immer so, Geburt. Und schon allein, weil die sich halt immer wieder so schlecht verschließen lassen, werde ich irgendwann jetzt entweder dieses Jahr noch oder vielleicht auch erst nächstes Jahr mir neue Kompostoren dahin machen. Das hat echt keinen Wert mehr. Ja, also, liebe Leute, ich werde höchstwahrscheinlich nicht drum herum kommen, mit das Jahr Komposter hier hinzumachen, neue. Da bricht die ohne schon auseinander. Ich muss die andere Seite eh noch leeren. Und dann überlege ich mir, ob ich mir hier nicht vielleicht vier Pfosten hin mache. Und mache das dann auch geteilt. Und mache mir hier zwei neue Komposter hin. Das ist halt einfach, ja, es ist Plastik. Hält nicht so lang. Aber irgendwann ist es halt immer so weit, da muss man auch was Neues machen. Vorerst der letzte Schubkern ist leer. Den kippe ich jetzt noch aufs Beet und dann tun wir mal die Fräse warm laufen lassen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Sieht noch ein bisschen chaotisch aus, aber wenn ich da erstmal mit der Fräse durch bin, wird es schon wieder ganz ansehbar. Hier noch der letzte Schubkern. Einmal drüber. Da seht ihr auch nochmal, wie schön das vergoren ist alles. Oder zersetzt. So, dann wollen wir mal die Gartenfräse aus dem Winterschlaf erwecken. Hat ja jetzt 3, 4, bald 5 Monate nur gestanden. Ich hoffe, sie springt auch gleich an. Autsch. So, dann quäle ich immer mit der Maschine da raus. Hoppala, da war ein Becher. Genau, schmeißt den nochmal weg. Hast da auch genug Benzin drin? Jo. Müssen wir mal holen. Frisches Benzin geholt, einmal ein bisschen schütteln und einmal auftanken. So frisches Benzin ist ja für die Maschine so oder so immer besser.
dann einmal die ganzen Hebelchen geschmiert, damit es auch wieder schönes Gas annimmt. Und da ist mir irgendwie das Kabel rausgerutscht, aber das ist alles nicht so schlimm. So, dann wusste ich erstmal nicht, steht er auf Schock oder nicht. Naja, ein paar Mal gezogen. Und dann hat man gemerkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Aber er sprang an. Und das nach 3 Monaten Standzeit. Einwandfrei. So, nachdem er warm läuft, schraube ich dann auch gleich die Führungsräder ab und dann geht's auch los. Also mein Traum ist ja immer noch eine richtige Gartenfräse, eine Agria oder ähnliches, die mir das Zeug halt noch ein bisschen feiner macht. Das Gerät ist eigentlich ganz gut für Kompost einmal umzuwälchern und dass das Ganze wieder locker ist, ist das zwar ganz schön, aber eine richtige Gartenfräse wäre mir dann doch schon lieber irgendwo. So, und das Ganze machen wir jetzt mit einem Schnelldurchlauf und dann zeige ich euch das Endergebnis. Dann war leider der Akku all, aber hier seht ihr jetzt noch gleich das Endergebnis. Vielen Dank, dass ihr wieder mein Video angeschaut habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi.